Okay, fangen wir an. Das hier ist die zweite Vorlesung. Wir sind im Thema Einführung in die Ökonometrie. Heute geht es ein bisschen vertieft um Kausalität und Korrelation und wenn wir dazu kommen, auch noch Regressionsanalyse. Aber bevor wir da in den Inhalt einsteigen, möchte ich noch zur Sicherheit, weil das hier quasi die erste Aufnahme ist und Sie das vielleicht nicht richtig mitbekommen haben, möchte ich noch mal darauf eingehen, wie Sie Fragen stellen können. So, schauen wir uns mal an, wie so ein Video aussieht. Das ist jetzt die zweite Aufnahme von letzter Woche. Sagen wir, bei dieser Folie hätten Sie eine Frage. Dann machen Sie Rechtsklick auf das Video und dann sehen Sie hier oben sind zwei Optionen: Copy Video URL. Damit würden Sie einfach nur den Link zu diesem Video kopieren und aber das zweite hier, Copy Video URL at Current Time, das erstellt Ihnen einen Link zu diesem Video genau an der Stelle, wo Sie angehalten haben. So, da klicken wir mal drauf und dann gehen wir ins Moodle-Forum. Wahrscheinlich bin ich jetzt ausgeloggt. Nee. Okay. Legen ein neues Diskussionsthema an. Frage zu irgendwas und fügen den Link da ein. Ja, und wenn dann unser Problem mit der Sache und dann sofort per E-Mail senden, dann werden alle sofort benachrichtigt, müssen sie auch nicht unbedingt. Und ja, wenn sie das absenden, taucht es hier auf im Diskussionsforum und die anderen sehen das dann so und können normalerweise können Sie den Link anklicken. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier nicht geht, aber wenn es nicht geht, können Sie einfach den ganzen Link kopieren. Und kommen dann zu der Stelle. Einfach den Link hier kopieren und in Ihren Browser eingeben und dann kommen Sie genau an dem Video an die Stelle, wo die Frage war. Ne? Dann so können wir ganz gut über spezifische Stellen diskutieren. Okay, so noch eine kleine technische Sache. Mir ist aufgefallen, dass bei den Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, Audio und Video teilweise ein bisschen auseinanderliegen. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, woran das liegt. Weiß nicht. Wenn einer von Ihnen einen Tipp hat, gerne her damit. Ich arbeite dran, aber ich würde auch fast sagen, es ist gar nicht so wichtig, weil das, was ich hier auf der Kamera mache, ist jetzt nicht so entscheidend, sondern das wirklich Entscheidende ist ja das, was Sie auf den Folien sehen. Was mich zu der viel generelleren Frage führt. Ja, ich habe jetzt einfach weil Platz war auf der Aufnahme. Sie sehen, rechts oben bin ich zu sehen über meine Webcam. Finden Sie das gut? Finden Sie das störend? Ich habe es einfach mal eingefügt. Die Idee wäre, also vielleicht wirkt es persönlicher, wenn Sie mich sehen können, wenn ich das aufnehme. Aber wenn die überwiegende Mehrheit von Ihnen sagt, das muss ich nicht haben oder das stört mich. Ich kann der Vorlesung besser folgen, wenn da nicht oben rechts irgendjemand rumhampelt. Dann ja, sagen Sie es einfach im Forum und wir finden eine Lösung. Okay, so viel zu dem Technischen. Dann können wir in der Vorlesung weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten so einen kleinen Rundumschlag gemacht, gesehen, so die ganzen Grundbegriffe von wissenschaftlicher Forschung, von empirischer wissenschaftlicher Forschung.
Und jetzt würden wir ein bisschen tiefer einsteigen in Themen wie Kausalität und dann auch Statistik. Okay, aber bevor wir zur Statistik kommen, natürlich erstmal ein bisschen ein paar generellere Aspekte zum Thema Kausalität. Wie immer würde ich mich bemühen, am Anfang des Kapitels ein bisschen was zur Literatur zu sagen. Wir sind eigentlich immer noch in den beiden Quellen, die ich Ihnen am Anfang genannt habe, nämlich einmal dieses Kapitel 2 aus dem Buch von Feldman, Sacks und Sanders. Da entnehme ich meine ganzen Ausführungen zu den generellen Aspekten von Kausalität. Ein bisschen abstrakt, was ist Kausalität? Und wenn es dann an die statistischen Aspekte geht, dann schauen wir in das Reference Guide on Statistics von Karen Friedman. Zur Erinnerung, das war ja dieses Handbuch für, das ist ein Kapitel aus dem Handbuch für amerikanische Richter, ne, wenn vor Gericht empirische Evidenz benutzt wird. Und da habe ich Ihnen auch die Seitenzahlen rausgeschrieben, die relevant sind, auf die ich mich beziehe, damit Sie gar nicht so lange rumsuchen müssen. So, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, sind die Rollen von den Variablen, die wir kennengelernt haben, unabhängige, abhängige, nicht durch die Eigenschaften von den Variablen selber bestimmt, sondern durch das Forschungsdesign der Wissenschaftlerin. Erinnern Sie sich, wenn wir die Variable Arbeitslosigkeit haben, dann kann es in dem einen Forschungsdesign eine abhängige Variable sein, in einem anderen Forschungsdesign kann das eine unabhängige Variable sein. Die Variable selbst bestimmt nicht darüber. So, meistens in der empirischen Forschung sind wir daran interessiert, den kausalen Effekt der unabhängigen Variable auf die abhängige Variable zu finden. Ne? Also das Standardbild, die Standarduntersuchung, die wir haben, ist typischerweise. Moment, muss alles noch ein bisschen einspielen hier. Standardmäßig wollen wir wissen, den kausalen Effekt von der unabhängigen Variable auf die abhängige Variable. Ne? Und der kausale Effekt ist in so einem Bildchen ausgedrückt durch den Pfeil, ne? Durch diese Wirkungsrichtung. So, genau. Und eigentlich kann man fast jede Forschungsfrage so formulieren, ne? Dass man sieht, dass es darum geht, den kausalen Effekt von X auf Y zu finden. Beispiel, der Effekt eines bestimmten Medikamentes bei der Behandlung einer Krankheit. Ne? Da wäre quasi das Verabreichen des Medikamentes, wäre X und dann weiß nicht. Die Heilungschance oder der weitere Krankheitsverlauf wäre dann Y. Anderes Beispiel, die Frage, welche Faktoren können erklären, ob jemand gut in einem Studiengang sein wird oder erfolgreich einen Studiengang abschließen wird. Da könnte X sowas sein wie Anzahl der Stunden in der Woche, die auf Partys verbracht werden, oder Anzahl der Stunden, die in der Bibliothek verbracht werden. Und Y wäre dann sowas wie die Abschlussnote oder das Durchschnittsgehalt in den ersten 10 Jahren nach dem Studium, zum Beispiel. Ne? Andere Forschungsfrage könnte sein. Übrigens, bitte meckern Sie auch im Forum, wenn ich zu schnell rede auf den Videos. Ja, gerade wenn ich hier zu Hause sitze. Wenn ich hier zu Hause sitze und nicht direkt vor Ihnen sitze, kann ich dazu neigen, ein bisschen zu schnell zu reden. Jedenfalls, eine andere Forschungsfrage könnte sein, welche Management-Techniken führen zu Produktivitätssteigerungen bei Angestellten? Da wäre die X-Variable dann
eine bestimmte Management-Technik und die Y-Variable wäre dann Produktivitätswachstum in einer Firma. Noch eine Forschungsfrage, damit Sie sehen, dass es auch viel aggregierter, viel genereller sein kann. Welche Politikmaßnahmen führen zu Wirtschaftswachstum? Ne? Da könnte dann eine bestimmte Politikmaßnahme, könnte die X-Variable sein. Zum Beispiel, keine Ahnung, Subventionierung von Hightech-Sektoren und Pro-Kopf-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts könnte dann die Y-Variable sein. Und noch ein letztes Beispiel, welche Maßnahmen führen zu weniger Kriminalität, könnte auch eine Forschungsfrage sein, die sehr spannend ist und auch eigentlich angrenzt oder reingehört in die ökonomische Analyse des Rechts. Oder könnte eine bestimmte Maßnahme dann eben sein, die X-Variable und die Kriminalitätsrate könnte dann die Y-Variable sein. Ne, zum Beispiel, was ich jetzt gesehen habe, meine Frau hat die doppelte Staatsbürgerschaft, Deutsch und USA, und kriegt immer die Briefwahlen und da war jetzt ein Gesetz dabei, ein Gesetzesänderungsvorschlag und da ging es eben darum, um dieses bisher ist das so, dass wenn man dreimal erwischt wird bei einer Straftat eines gewissen Maßes, dann kriegt man automatisch eine lebenslange Haft. Und der Änderungsvorschlag wäre jetzt zu sagen, bei der dritten Strafe muss trotzdem berücksichtigt werden, wie schwerwiegend die Straftat war. Ne? Nicht, dass wegen drei leichten Verbrechen oder wegen drei weniger schlimmen Verbrechen jemand lebenslänglich ins Gefängnis kommt. Und da könnte man dann untersuchen, ob das wirklich zu weniger Kriminalität, ob das zu weniger Kriminalität im Endeffekt führt oder mehr. Ex ante weiß man das nicht. Nur so als Beispiel. So, uns interessiert der Kausaleffekt von X auf Y. Und da kann man sich jetzt fragen, was sind denn ja überhaupt die Bedingungen, die erfüllt sein müssten, damit wir überhaupt eine Aussage über die Beziehung zwischen zwei Variablen machen können. Und wie es schön hier in unserem Lehrbuch dargestellt ist, können wir festhalten, dass damit wir überhaupt etwas aussagen können über Kausalität, brauchen wir mindestens zwei Variablen und von diesen zwei Variablen mindestens zwei Niveaus. Was das bedeutet, schauen wir uns in einem Beispiel an. So, in diesem Beispiel hier geht es um die Frage, inwiefern Intelligenz, und zwar gemessen durch einen Intelligenztest, zu tun hat mit Produktivität bei der Arbeit. Ja, also das haben wir hier in dieser Matrix abgetragen, hier unten. In den Zeilen haben wir unterteilt die Leute mit einem hohen IQ-Test und mit einem niedrigen IQ-Test. Und in den Spalten haben wir Arbeitsproduktivität abgetragen. In der linken Spalte sind die Leute, die eine hohe Arbeitsproduktivität haben und in der rechten Spalte sind die mit einer niedrigen Arbeitsproduktivität. Ne? Wie messen wir das? Naja, stellen Sie sich vor, das könnte irgendein Fließbandjob sein wie viele Items der Arbeiter pro Stunde schafft. Oder es könnte irgendein Sachbearbeiter sein in einem Büro und das könnte dann sein, wie viele Akten pro Stunde schafft dieser Arbeiter abzufertigen. Es kann aber auch alles Mögliche sein. Ne? Arbeitsproduktivität kann man sehr unterschiedlich messen. Jedenfalls wurden in dem Beispiel in der Stichprobe, also übrigens, das ist natürlich rein fiktiv. Ne? In dieser Stichprobe wurden
1000 Personen erhoben in dieser Firma, die genau dieselbe Arbeit verrichten, und es hat sich eben dieses Muster ergeben. Nebenbei, was die Audioqualität angeht, wahrscheinlich hören Sie jetzt ein relativ starkes Rauschen, und Sie hören auch ab und zu, wenn hier Traktoren und LKWs vorbeifahren. Ich kann das in meinen Audioeinstellungen verringern, das Rauschen, aber dann ist meine Stimme auch so ein bisschen arg gedämpft. Und ich habe das mal verglichen vorher, und es klingt nicht gut. Und von daher würde ich sagen, versuchen wir mal in Kauf zu nehmen, dass hier ab und zu Traktoren vorbeifahren. Ich wohne auf dem Land. Genau, aber meine Stimme müsste eigentlich immer noch ganz gut hörbar sein. So, wir haben 1000 Personen, diese Stichprobe, und das Bild, das sich ergibt, ist, wir haben 260 Leute von diesen 1000, die einen hohen IQ-Test haben und auch noch eine hohe Arbeitsproduktivität. Wir haben 240 Leute, die haben einen hohen IQ-Test gehabt und aber sind gekennzeichnet durch eine niedrige Arbeitsproduktivität. Wir haben 275 Personen, die sowohl bei Arbeitsproduktivität als auch bei IQ-Test niedrig abschneiden. Und wir haben 225 Leute, die beim IQ-Test schlecht abgeschnitten haben, aber durch eine hohe Arbeitsproduktivität ausgezeichnet sind. So, jetzt mache ich die Kreise mal weg, damit es hier wieder ein bisschen übersichtlicher wird. So, Sie merken schon, da steckt eine starke Vereinfachung natürlich drin. Der IQ-Test wird ja auf einer Skala gemessen, die ganz viele Punkte hat, aber hier, damit es ein einfacheres Bild ist, unterscheiden wir einfach zwischen hoch und niedrig. Genauso bei der Arbeitsproduktivität, ne? Damit wir es hier in so einer 2x2-Matrix abbilden können. Was können wir denn aus dem Muster in diesen Daten schließen? Sehen wir hier überhaupt irgendein Muster? Oder können wir gar nichts aus diesen Daten schließen? Was wir hier sehen können, ist ein relativ schwaches Muster, aber es gibt ein Muster, nämlich diese Zelle, hohe IQ und hohe Produktivität, und diese Zelle, niedriger IQ und niedrige Produktivität. Die sind leicht überrepräsentiert, also über 250, oder haben jeweils mehr als die anderen Zellen. Woraus wir schließen können, es gibt einen schwach positiven Zusammenhang zwischen Intelligenz und Produktivität. Ja? Positiven Zusammenhang, was meine ich damit? Naja, je höher die Intelligenz, desto besser die Arbeitsproduktivität. Das kann man sich auch in einem, das kann man sich alternativ auch in einem ganz anderen Bildchen anschauen. Moment, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das könnte so aussehen. Hier haben wir IQ. Hier haben wir Produktivität. Ja, und jetzt könnten wir tatsächlich auch ein bisschen genauer werden. Ne? Da brauchen wir nicht nur, da könnten wir nicht mehr als zwei Niveaus nehmen. Da hätten wir IQ also auf der ganzen Skala gemessen und Produktivität auch. Und die einzelnen Datenpunkte könnten dann irgendwie so aussehen. Die einzelnen Punkte und Striche sind eben die einzelnen Arbeiter, die wir gemessen haben. Das heißt, dieser Arbeiter hier wäre gekennzeichnet durch so einen IQ und so eine Produktivität. Und wir sehen tatsächlich, also wenn wir das so zeichnen, könnte man irgendwie so einen Trend durchlegen. Ne? Einen positiven Trend, positiv, weil die Steigung dieser gerade positiv ist. Und das ist das, was ich mit positivem Zusammenhang meine. Genau, aber jetzt um die Mindestanforderung zu
Darzustellen brauchen wir wirklich nur zwei Niveaus von den einzelnen Variablen. Wie gesagt, der Zusammenhang hier ist leicht positiv, weil die einzelnen Zellen hoch, hoch, niedrig, niedrig leicht überrepräsentiert sind. Alternativ könnte unsere Stichprobe so aussehen, nämlich225 bei hoch hoch, 200 bei niedrig niedrig, 275 bei hoher IQ, niedrige Produktivität und 300 bei niedriger IQ und hohe Produktivität. Und was würde sich hier für ein Muster ergeben? Sehen wir überhaupt irgendein Muster? Naja, wir könnten sagen, die Situation hier ist genau umgekehrt, ne? Also die Zelle mit niedrigem IQ und hoher Produktivität ist überrepräsentiert und die Zelle mit niedriger Produktivität und hohem IQ ist überrepräsentiert. Und da könnten wir jetzt sagen, es gibt einen leicht negativen Zusammenhang zwischen IQ und Produktivität. In Worten, je höher der IQ ist des Arbeiters, desto weniger produktiv ist er. Und das können wir wieder in so einem stetigen Bildchen uns anschauen. Machen wir ein neues. Wir wieder sowas. Ich kann keine geraden Linien malen. Produktivität. Und in den Rohdaten könnte das dann zum Beispiel so aussehen, ne? Dass hier oben haben wir also Leute mit niedrigem IQ und hoher Produktivität. Und hier unten haben wir Leute mit hohem IQ und niedriger Produktivität. Und als Trend würde sich ergeben so eine negative Gerade, also ein negativer Zusammenhang. Okay, wir halten also fest, bei so einem Bildchen hier hätten wir einen umgekehrten Trend, einen negativen Trend zwischen IQ und Produktivität. Inwieweit das Sinn machen kann, ja, vielleicht machen wir da eine Übungsaufgabe daraus. Ich denke, das hängt von der Arbeit, von der spezifischen Arbeit ab. So, und genau. Unsere Stichprobe von 1000 Personen könnte aber auch so aussehen. Ach ja, übrigens. Das B hier ist zu viel. Das habe ich mit ausgeschnitten. Das gehört hier über dieses Bildchen. Die Bildchen habe ich übrigens direkt aus dem Lehrbuch rauskopiert. So, zum Abschluss noch der dritte Fall, hier C eben. Jetzt sind die Daten so verteilt, dass wir haben 400 Leute mit hoher Produktivität und hoher Intelligenz. Wir haben 100 Leute mit niedrig, niedrig, wieder 100 mit niedriger Produktivität bei hohem IQ und 400 Leute bei hoher Produktivität mit niedrigem IQ. So, was können wir jetzt hier für ein Muster, was können wir hier irgendwas über das Muster schließen? Können wir hier irgendwann eine Aussage über ein Muster machen? Ergibt sich hier irgendeine Art von Muster? Was meinen Sie? Können wir aus dieser Datenlage irgendwas über die Beziehung zwischen Intelligenz und Produktivität schließen? Nein. Denn sowohl für hohe als auch für niedrige Intelligenz gibt es ein Verhältnis von hoher zu niedriger Produktivität von 4 zu 1. Ne? Also hier das Muster zwischen den Spalten ist gleich, unabhängig von der Zeile. Das heißt, wir können nichts über das Muster zwischen den vier Zeilen aussagen. Zwischen den vier Zellen. Okay, und ja, ich denke, an diesen drei beispielhaften Datensituationen haben Sie jetzt gesehen, was
Genau, die Mindestanforderungen für kausale Inferenz sind, ich hatte es schon mal gesagt, wir brauchen mindestens zwei Variablen. In unserem Beispiel war das einmal die Intelligenz und die Arbeitsproduktivität und wir brauchen von diesen zwei Variablen mindestens zwei Niveaus, also hoch und niedrig. Jetzt fragen Sie sich, haben wir das wirklich gesehen? Naja, stellen Sie sich vor, wenn wir zurückgehen zu unserem ersten Bildchen, stellen Sie sich vor, wir hätten diese Spalte hier gar nicht, ne? Diese Information hier. Und dann überlegen Sie sich mal, ob wir dann irgendeine Inferenz über den Zusammenhang zwischen Produktivität und Intelligenz ziehen können. Und wenn Sie sich das gut überlegt haben, dann sind Sie schon ein Stück weiter für die Übungsaufgaben, die ich Ihnen am Freitag mitbringen werde. Genau, aber ganz wichtig, was wir jetzt hier noch festhalten müssen, was wir hier definiert haben, sind Mindestanforderungen für kausale Inferenz. Diese Anforderungen müssen mindestens erfüllt sein, aber sie sind natürlich nicht ausreichend. Denn was wir hier in den Bildern sehen, sind streng genommen reine Korrelationen. Ja? Es muss nicht unbedingt sein, dass Intelligenz kausal hier mit der Arbeitsproduktivität verbunden ist oder hier umgekehrt. Wir sehen nur ein Muster in den Daten. Das heißt aber nicht, dass es wirklich einen kausalen Effekt von Intelligenz auf Produktivität gibt. Was wir aber festhalten können ist, damit wir etwas über eine Kausalität zwischen Intelligenz und Produktivität aussagen können, brauchen wir auf jeden Fall so ein Muster in den Daten. Ne? Denn ohne dieses Muster geht es nicht. Ohne die Korrelation können wir auch nichts über die Kausalität sagen. Wir brauchen also mindestens eine Korrelation. Und damit wir eine Korrelation beobachten können, brauchen wir mindestens zwei Variablen und von diesen zwei Variablen jeweils zwei Niveaus. Genau, haha, das habe ich auch hier auch nochmal auf der Folie gesagt. Wir haben jetzt schon einiges zu den Minimalanforderungen an kausale Inferenz gehört, aber wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ist das le lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass wir kausale Schlüsse aus den Daten ziehen können. Können also jetzt schon festhalten, dass Korrelation zwischen zwei Variablen nicht das gleiche ist wie Kausalität von einer zu der anderen Variable. Ne? Wenn Sie sich zurückerinnern an die Rollen, die Variablen haben können, wird Ihnen das nochmal deutlich, ne? Warum Korrelation nicht unbedingt Kausalität sein muss. Eigentlich wollen wir sowas haben, ne? Den Einfluss von x in Richtung y. Wenn ich x verändere, wie ändert sich dann dadurch das y? Aber wir könnten ja auch eine störende Variable haben, eine störende dritte Variable. Z nennen wir die. Und es könnte ja sein, dass in Wirklichkeit diese dritte Variable z sowohl x als auch y beeinflusst. Und dadurch beobachten wir dann hier so eine quasi falsche Korrelation, wir nennen das auch Scheinkorrelation in den Daten, wenn wir z nicht beobachten oder wenn wir vergessen, z zu berücksichtigen. Ja, ich denke, dazu werden Sie noch einiges in den Übungsaufgaben sehen. Mach das mal weg, damit Platz für die nächsten Bullet Points ist. Was nehmen wir heraus mit? Naja, damit wir Kausalität zwischen x und y feststellen können,
Müssen wir auf jeden Fall versuchen, irgendwie den Einfluss potenziell störender oder relevanter dritter Variablen Z zu berücksichtigen. In der Ökonometrie sagen wir kurz dafür, wir kontrollieren für Z. Ja? Denn wenn wir Z nicht berücksichtigen, dann können wir auch nicht wissen, ob es eine Scheinkorrelation ist oder ob es einen intervenierenden dritten Einfluss gibt. Und das, was wir als Korrelation oder als kausalen Effekt zwischen X und Y schätzen, ist verzerrt, ne? Weil wir nicht alles, was relevant ist, berücksichtigt haben. In der Ökonometrie haben wir jetzt eine Vielzahl statistischer Methoden, um dies zu tun. Allen ist gemeinsam, dass sie versuchen, statistisch die Effekte von dritten, irrelevanten oder relevanten Variablen rauszurechnen, damit das, was wir am Ende als Effekt von x auf y beobachten, der echte kausale Effekt ist. Ja? Also ich würde sagen, ein Großteil der Ökonometrie beschäftigt sich tatsächlich damit, den echten kausalen Effekt von x auf y zu finden. Ne? Dieser Pfeil. Genau. Das Grundproblem ist, dass wir wirklich fast, also in den Daten sehen wir nur Korrelationen und wie können wir aus diesen Korrelationen etwas über Kausalität schließen und was für dritte störende oder intervenierende Variablen könnte es geben. Ne? Zur Erinnerung, was war der Unterschied zwischen störender und also konfundierender und intervenierender Variable? Intervenierende Variable wäre, wenn wir so einen Wirkungszusammenhang haben, ne? Da würden wir sagen, es gibt einen direkten Effekt von x auf y, aber es gibt auch einen indirekten über z vermittelten Effekt. Und eine konfundierende Variable wäre, wenn wir zum Beispiel nur sowas hätten. Und wenn wir Z nicht berücksichtigen, kann es sein, dass wir das hier falsch schätzen. Ja? Und ich bin völlig aus der Folie rausgeflogen. So. Aber ich denke, der Hauptpunkt ist klar. In der Ökonometrie versuchen wir meistens, den echten kausalen Effekt von einer Variable auf eine andere zu finden. Warum eigentlich? Warum? Naja, es ist nicht sehr zufriedenstellend, wenn wir einfach nur Korrelation beobachten. Ne? Denn in der Wissenschaft wollen wir ja wissen, warum etwas passiert. Und je tiefer wir nachbohren in die Frage, warum passiert etwas, desto eher müssen wir uns kausalen Fragen stellen. Ne? Die Ursache. Warum ist die Arbeitslosigkeit in bestimmten Regionen so hoch? Welche Charakteristika in einer bestimmten Region führen dazu, dass die Arbeitslosigkeit dort hoch ist? Oder warum ist die Kriminalität in einer bestimmten Stadt so hoch? Im Endeffekt geht es da immer um kausale Fragen. Ja? Denn nur wenn wir die Frage nach der Kausalität gut beantworten können, können wir potenziell auch was daran ändern. So, das waren jetzt die grundlegenden Ausführungen zur Kausalität und gleich geht's weiter mit den konkreten statistischen Sachen.